Hallöchen, willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy VII Remake. Heute geht's weiter. Heute können wir endlich den Eisenbahnfriedhof verlassen oder haben es im letzten Part gerade getan. Und ja, Barrett hat ein kleines Problem. Der hat lauter Shinra-Soldaten am Arsch. Und was geht hier ab? Ja! Das ist Barrett. Patch! Oh nein. Okay? Ach, Cloud. Es ist Shinra. Sie wollen die Platte abstürzen lassen. Wissen wir. Ich muss zurück. Barrett und die anderen sind noch... Warte. Bist du bekloppt? Du bist was weiß ich, wie viele Meter runtergeflogen. Ich gehe nach oben. Ich gehe auch. Ich kann doch noch kämpfen. Biggs hat mich beschützt. Witch, überlass das lieber Cloud. Ich verarzte ihn. Biggs! Jesse! Barrett! Was haben diese scheiß Kundenträger hier zu suchen? Wedge, bitte. Mach, was Tifa dir sagt. Oh lol, geht Cloud alleine hoch? Da bist du ja endlich. Ein Original bleibt eigentlich nur Aries zurück. Und Tifa und Cloud gehen hoch. Bevor der Alleskönner hier auftaucht. Alleine? Bin ich alleine? Tatsache. Okay, dann gibt's glaube ich irgendeinen Story-Twist noch, der sich von Original unterscheidet. Weil sonst gibt's, glaube ich, keinen Grund, warum Tifa zurückbleibt. Okay. Wenn ich alleine bin, muss ich ja mal kurz was an den Materien ändern. Dann nehme ich... den Widerstand raus. Und die Heilmagie vom Barret. Da ist noch eine, die ist schon gemaxt. Ja, ich nehme die gemaxte. Auch wenn ich da durch ein bisschen FP verschwende, aber ich will maximal haben. Oh, da unten ist was zum Hinsetzen, das habe ich gar nicht gesehen. Und zum Einkaufen auch. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nichts, was ich schon habe. Waffen wahrscheinlich auch. Bringt mir das was? Nope. Okay, dann auf in den Turm. Ah, vielleicht kommt doch Tifa später nach. Kann natürlich auch sein. Das ist doch echt zum Haare raufen. Können die nicht einfach aufgeben? Du sagst es. Hab ordentlich was abbekommen. Verdammt, ich werd hier noch verrückt. Zweite Etage. Nichts zu vermelden. Ich bin ja auch gespannt, wie lange dieser Abschnitt ist, weil in Original bist du nur kurz einen Turm hochgerannt und das war's. Verstanden. Du gehörst wohl auch zu Evelyn. Den ein oder anderen Zufallskampf. Schick Verstärkung. Das MG-Geschütz muss als erstes weg. Das macht viel zu viel Schaden. Es ist aus. Erste Hilfe. Als ob die dir was bringt, mein Freund. Sehr gut. Na dann.
Ich sehe schon, gut, dass ich Vitra mitgenommen habe. Den könnte ich ein oder das andere Mal gebrauchen. Warum ist denn das Ausrufezeichen hier? Da kann ich aber nicht hoch. Es ist verschlossen. Kann ich das einreißen? Nee. Von da bin ich ja gekommen. Das Ausrufezeichen verwirrt mich gerade etwas, aber gut. Das ist einfach, glaube ich, in der Mitte des Turms postiert und dann einfach nach oben immer weiter. Da warten schon die Nächsten auf mich. Und du glaubst wohl, damit kommst du durch? Natürlich! Genug! Ah, scheiße. Wir haben hier dieses fucking Schutzschild. Das ist natürlich nicht so geil. Kann ich die von hinten irgendwie überraschen? Alter, ich kann mich nicht bewegen! Gut. Guck mir mal, bringt mir das was? Ja, gut. Müssen wir ein bisschen mit Magie arbeiten. Okay. Habe ich gegriffen. Der ist geschockt. Das kostet mich natürlich richtig viel MP-Punkte. Aber diese Kisten waren ja überall hier. Leite Festnahme ein. Aua, Mann. Er kickt mich fast die Treppe runter. Blitz und Donner. So, Ruhe hier. Zu sehen. Eine Mogri-Medaille. Apropos, ich muss mich eigentlich heilen. Vielleicht gibt es hier noch mehr, was meine MP herstellt. Beziehungsweise finde ich Sachen wie Ethers. Gravitationssphäre. Das wird irgendwie klappen. Hä? Ey, was soll ich gegen den denn machen? Der ist doch viel zu weit weg. Komm hier hin, du Scheißvieh! Oh, überall sind diese Kackdinger, die mich lähmen können. Das ist richtig scheiße. Hol das Vieh vom Himmel runter! Bevor es außer Reichweite ist, Mann! Na dann. Viel Leben habe ich noch? Ja, das ist okay. Da brauche ich nicht mich heilen. Kann ich damit was machen? Ne. Hätte ich mir auch schon eigentlich sparen können. Ich hätte straight hochlaufen können. Für die zwei Gravitationssphären habe ich das gemacht. Lasst ihn in Ruhe! Das ist Wedge, Bix meine ich, oder? Bix! Was haben die mit ihm gemacht, ey? Wird versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Wehe, du gehst drauf. Sicher auf vier Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben geben sie alles. Bitte, Cloud. Hilf ihnen. Oh Gott. Tut ihr mir ernsthaft so eine Dialogoption? Komm, so ein Arschloch bin ich nicht. Komm. Und was ist mit dir?
wir hier weiter. So ein paar hundert reiß ich noch mit. In deiner Verfassung garantiert nicht. Der was drauf hat. Nee. Okay, er lebt noch. Der Helmchenhof, das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch mal hin und sieh nach. Nichts da. Das machst du selbst. Magst wohl keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch eins bist. Viel Glück, Cloud. Das Schicksal der Welt lastet auf dir. Nein, machen Sie nicht. Ach du Scheiße. Ich komme zurück. Okay, er ist nicht tot, heißt das, oder? Er ist nur bewusstlos. Das nehme ich jetzt mal einfach an. Lebst du noch? Also ich sag mal, er lebt noch, um mich besser zu fühlen. Okay, hier fahren sie jetzt natürlich eine emotionale Achterbahnfahrt auf. Aber ist bisher gut umgesetzt, wie ich finde. Verrecke! Ihr Drecksäcke! Kannst du gerne versuchen. Cloud, hol ihn von Himmel runter! Warum treffe ich den nicht? Alter. Boah, ich muss mich heilen, ansonsten verrecke ich. Ich kann gegen die nichts machen. Ich glaube, geh mal wieder unten. Auf den Treppen ist es mir zu eng. Hol die mal mit Blitz runter. Bringt gar nichts. Oh oh. Oh oh. Cloud. Danke. Das sollte reichen. So, jetzt habe ich ihn geschossen. Los jetzt. Es reicht mir. Es reicht mir sowas von. Das reicht. Bis hier und nicht weiter. Die sind gar nicht mal so unknifflig hier, die beiden. Das war's dann. Die haben mir auf jeden Fall jede Menge Probleme gemacht. Holy Macaroni. Hoffentlich tauchen die nicht so oft auf. So, war hier unten jetzt noch nicht was? Ja. Und ich war kurz vom Game Over. Ich hatte noch 21 Punkte. Aber es wird von Etage schwieriger.
Das gefällt mir. Da ist noch eine Kiste heile. Nee, ist nur... sah nur so aus. Nein! Und tschüss! Dieser fucking... Hau den weg! Und lass dich nicht wie ein Sandsack hin und her schubsen! Schon mal wichtig. So, ich kann leider nur normales Vita machen. Der ist weg. Und den hauen wir bitte auch weg. Holy shit, ey, diese Helikopterfritzen, also, die sind nicht ohne. Wir können ohne Bedenken, glaube ich, noch einen Aether nehmen. Ich will diese Helikopterfritzen nicht mehr sehen. Ich komme mit denen nicht klar. Die hauen super viel Schaden raus. Aber solange nicht wieder zwei auf einmal kommen, ist alles gut, denke ich. Nein, das, gegen einen Helikopter habe ich keine Chance. Good morning, Midgar! Duda von Avalanche! Wir wissen, dass ihr den Pfeiler in die Luft sprengen wollt! Wir von Shinra! Uns macht ihr keine Angst! Verzieht euch gefälligst vom Pfeiler! Jetzt! Na, wie war ich? Schlecht. Genug. Das ist doch... Ah, natürlich. Scheiße. Hey, du Supersoldat! Zeig, was du kannst! Bekämpft mit Mischen... unterschiedlichen Waffen, kann das sein? Das ist kein fairer Kampf auf jeden Fall. Sieht nicht gut aus. Blitzberger. Ergib dich, du Zecke! Ihr Ruchlosen, seid chancenlos! Er muss sich selber kaputt lachen! Wie in einer schlechten Seifenoper, was? Nein, noch schlechter! Holy shit. Vielen Dank. Das war knapp. Das kannst du laut sagen. Besser? Tut gar nicht mehr weh.
Ist das der Moment jetzt, wo Tifa hochstürmt? Ich muss nach oben. Unbedingt. Folg deiner Intuition. Aerith! In der Nähe ist eine Bar, der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Bring sie zur Bar, okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebter Himmel, wir kommen. Wedge, warte! Los, ihr müsst von hier fliehen. Was? Warum wächst die Szenerie jetzt hierzu? Das könnt ihr doch nicht bringen. Weg, bevor es zu spät ist. Wir müssen hier durch. Anders kommen wir nicht zum Wahlmarkt. Schnauze, der Durchgang ist... Gerade wo spannend wurde da oben. Verzieht euch, wir haben unsere Befehle. Wedge! Ich bin doch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Als ob sie ihn einfach durchlassen. Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen. Komm schon! Hier lang! Schnell! Hey, warte! Wedge! Hm? Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite. Ich hole Marlene. Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit. Okay, los, da hat der gute Wedge, Gott sei Dank, den Shinra-Soldaten mit Gewissen entdeckt. Das ist cool. Jetzt sieht man ein bisschen was. Ihr müsst schnell von hier fliehen. Und zwar weit weg. Hm? Warte mal. Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt. Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zu Avalanche? Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte Tifa, dass ich draußen auf sie warte. Oh ja, was ich sagen wollte, es ist recht cool, weil im Original hat man ja nur gesehen, wie Aerith irgendwann von Tseng verschleppt wurde und was sie in der Zwischenzeit gemacht hat, das wusste man gar nicht. Das holt man hier jetzt offenbar nach, das ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Hier ist es nicht sicher. Verschwinde, solange du kannst. Da ist es! Seht mal!
Aeris, ich will da weggehen. Achso, der kommt woan. Oh. Das ist natürlich ganz schlecht. Alter, war das knapp. Harris, du hast gerade alle deine 7 Katzenleben verbraucht. Ja, und wie komme ich da jetzt hin? Das Feuer! Ich muss schnell einen anderen Weg finden! Das habe ich mir schon fast gedacht. Was war das für eine Explosion? Dort vorne kommt man wohl noch. Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Ja, wir gehen ihn doch gerade. Beruhig dich. Panik nützt niemandem was. Ja, toll. Nächster Weg ist zu. Bin weiter. Jetzt beeil dich! Hör auf zu schießen! Eieieiei! Tut weh, was? Aber jetzt müssen wir stark sein. Na los! Nun macht schon! Hier! Los! Hier lang! Schnell! Da vorne! Ich bring dich hin! Komm, beeil dich, Aries. Haben wir es geschafft. Was passiert denn nur, verdammt? Meine gute Dame, ich würde deine Beine in die Hand nehmen. Lass dein Gepäck hier. Warum stehen hier einige so tatlos rum? Wissen die nicht, was hier gerade passiert? Hier passiert nichts. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann schaffen wir es hier raus. Hier ist es zu gefährlich. Wir müssen zum Bahnhof. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Ein Glück. Okay, wir müssen immer noch mal Lene retten. Und ja, ich hoffe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.